Weil ich will nicht den Exzess feiern, sondern ich will beschreiben, was während des Exzesses passiert und dass die Persönlichkeit sich auch verändert und dass es einfach kein cooler Switch ist. Yo, yo, mein Name ist Madness. Ich habe mich gerade mit Yannick unterhalten für Diffus. Cooles Gespräch. Ihr könnt den Kanal abonnieren, könnt auch meinen abonnieren. Ihr könnt sämtliche Kanäle abonnieren. Das ist ein Wahnsinn. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wie fällt bisher das Feedback zu deinem neuen Album aus? Schön ist das Feedback. Tatsächlich, also ich glaube, wir haben diesmal noch einen anderen Kreis erreicht an Leuten. Also nicht nur Rap-Rap-Leute, sondern auch Leute, die in anderen Genres unterwegs sind. Und das war... Das ist super, das ist eigentlich perfekt. Ist deutscher Rap heruntergekommen? Also zu der Line, ich sage nicht, dass Deutschrap runtergekommen ist, sondern ich stelle die Frage, warum jemand denkt, dass Deutschrap runtergekommen ist, weil ich sehe das eben nicht so. Ich finde, Deutschrap ist überhaupt nicht runtergekommen, zu Teilen auf jeden Fall. Aber im Großen und Ganzen gibt es halt sau viel gute Rap-Mucke und ich wollte diese Punchline, so dass alles scheiße ist, außer man selbst mal drehen, weil die stimmt nicht mehr mittlerweile so. Und die hat vielleicht auch damals nicht gestimmt, als man sie gerappt hat. Wie würdest du den Inhalt deines Albums in ein paar Worten beschreiben? Boah, der Inhalt ist, ich schreibe über meine Erfahrungen, also ich schreibe, was ich erlebt habe im Prinzip, das ist auch im Intro schon so eine Zeile. Ich erzähle von mir, weil ich mit keinem mehr zu tun habe als mit mir und das ist aber natürlich auch, betrifft auch die Leute, die mit mir zu tun haben und die Beobachtungen, die ich gemacht habe. Und da gibt es eben traurige Momente und euphorisierende Momente und das ist eben das Leben. Warum hat Rap bei dir die allerhöchste Priorität? Boah, weil ich Rap so krass mag einfach. Das ist das Dilemma. Und das ist so ein dummer Satz, aber das hat mich echt infiziert so und es lässt mich nicht los. Und seit ich dabei bin, mache ich halt auch Rap und alles, was ich außerhalb von Hip-Hop mache, ist irgendwie auch Rap. Also alles, was ich mir gesucht habe, da findet irgendwie Rap statt so und deshalb ist das die einzige Antwort. Ich bin einfach riesen Fan und betreibe es gern. In welchem Moment hast du den Song klar geschrieben? In einem klaren Moment, glücklicherweise. Sonst wäre der Song echt furchtbar geworden, glaube ich. Und es war auch wichtig, um das Thema mal ernst anzugehen und dem so eine Gewichtung zu geben. Weil ich will nicht den Exzess feiern, sondern ich will beschreiben, was während des Exzesses passiert und dass die Persönlichkeit sich auch verändert und dass es einfach kein cooler Switch ist. Und auch das ist eine Erinnerung für mich zu sehen oder zu hören. Pass auf, wenn du so unterwegs bist, bist du nicht glücklich und andere auch nicht. Also es ist quasi so eine Art Mahnmal-Song für mich. Wie schickt man denn seine Laster in die Pampa? Es gibt ja verschiedene Wege, das zu machen. Ich versuche das über Freunde und Freundinnen einfach, wie ich in einem anderen Track auch sage, ich gehe raus und tue Dinge, so dumm das klingt, aber das hilft mir. Ne? Also einfach Muster verlassen, neue Sachen probieren und sich mit positiven Menschen als auch Dingen umgeben. Wie lief der Produktionsprozess des Albums ab? Ungefähr die Hälfte des Albums ist Sample-basiert und das betrifft zum Beispiel die Beats von Dexter und Gib mal Fuffi. Und wir hatten die Idee, das war ein Loop, den ich jeweils bekommen habe von den Jungs. Und wir hatten die Idee, diesen Loop zu nehmen, umzukomponieren, größer zu machen, flexibler zu sein mit diesem Sample, das wir dann selbst eingespielt haben. Und da habe ich zusammen mit den Tribes die Komposition übernommen und die sind dann mit dieser Komposition zu den Musikerinnen und die haben das eingezockt. Und wir haben quasi das neu entstandene Sample quasi nochmal durch den Reißwolf gejagt und daraus dann der Beat entstanden. Was macht Mittelfinger für dich aus? Weil dieses Gefühl auch zu mir gehört, wenn ich ganz nah an mir bin. Bei den anderen Songs muss ich sagen, dass das halt letzten Sommer sehr nah bei mir war. So eine Wut über immer noch zu führende Diskussionen, aber auch die Freude darüber, dass darüber jetzt endlich mal diskutiert wird. Also energischer als vorher vielleicht. Und aber dann auch zwischendrin wieder so die Resignation und zu wissen, dass sich eigentlich nicht viel bewegt und so. Warum ich denn trotzdem noch aufs Album genommen habe, obwohl der jetzt im Gegensatz zu den anderen Songs nicht direkt mit mir zu tun hat, ist, weil ich mich da einfach ganz klar positionieren wollte. Ich sehe das irgendwie als meine Pflicht, wenn ich diese Mucke mache, dass ich dazu Stellung beziehe und dass ich insgesamt Stellung beziehe und vor allen Dingen so Stellung beziehe, dass es unmissverständlich ist, auch was meine Hörerschaft angeht. Einfach ja, ein reines Gewissen zu haben, zumindest dort irgendwie einen Punkt gesetzt zu haben, der keine Grauzone zulässt. So. Wie willst du dein Album live umsetzen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich schwanke zwischen zwei Wegen, aber das ist auch Corona-bedingt. Ich habe keine Ahnung, wie man in Zukunft spielen kann. So das
langfristige Ziel ist schon, das mit Band umzusetzen und aber einen klubbigen Vibe beizubehalten, also auch einen DJ dabei zu haben und da zu switchen von Song zu Song, je wie das halt passt, so dass man quasi einen Pogo-Sound hat, in Anführungszeichen, ne, so einen Club-Sound und aber auch einen schönen, warmen Band-Sound. So, das wäre mein Wunsch, ja.